Lange haben wir gewartet, bis wir das Neugeborene von Anna Heiser zu Gesicht bekommen dürfen. Im Januar 2021 erblickt der kleine Spross das Licht der Welt und das Bauersuchtfrau-Pärchen zieht sich erstmal aus den sozialen Medien zurück. Die erste Zeit wollen die frisch gebackenen Eltern schließlich ganz für ihren Familienzuwachs da sein. Einen Monat später erfreuen die gebürtige Polin und ihr Mann Gerald ihre Fans dann aber mit ihrer Rückkehr auf Instagram. Wir kennen die Blondine normalerweise als schick gekleidet und zurechtgemacht. Ganz anders sieht die 30-Jährige im Arbeitsalltag aus, wie sie uns in ihrer Instagram-Story zeigt. Mit hochgesteckten Haaren, einer Brille auf der Nase und einer pinken Leggings hätten wir die hübsche Landwirtin kaum wiedererkannt. In dem rosa Babytragetuch, das sie umgewickelt hat, sitzt wohlbehütet das kleine Söhnchen. Zu dem Bild schreibt sie humorvoll: Die Haare zu kämmen wird ja völlig überbewertet. Auf geht's zur Arbeit. Der ganz normale Mama-Look ist eben auch bei Promis beliebt.